Gib mir die Call of Nocturne noch keine Info, dass wir irgendwie hier Gegner in der Nähe hätten. Das heißt, die sind wahrscheinlich alle jetzt hier im nächsten Abschnitt. Schauen wir, dass wir noch ein bisschen Loot mitnehmen können. Sagte sie, während sie fast schon down geht übrigens. Wollte ich nochmal kurz anmerken. Okay. Nice try. Silvero nehme ich gerne wieder. Denken ja hier alle nur an sich, wie wir das alle wissen. Ich glaube, wenn ich die Torch auch aufnehmen würde, dann würde die in dem Fall auch kein Licht mehr geben. Ah, dammit. Ah, okay. Hat funktioniert. Alles klar, gut. Dadurch, dass sie alle nackt sind unter ihrer Robe, sind die halt echt gefundenes Fressen und verdammt leicht zu killen. Ja, ja, ist klar. Yo. What the... Okay, you can run, but you cannot hide. I give up. Sicher. Ah, hier ist auch wieder... Was haben wir hier? Book of Daedra. Ja, okay. Tab-K. Ich glaube, das ist kein Code. Petty Soul Gem sogar. Haben die Kollegin, Bound Dagger? Ah, okay. Scrolls. Aber ja gut, für Bound Dagger. Hm. Wir bringen die... Ah, Heal Other, okay. Shopping List. Was haben wir da? Beer, lots of beer, new mugs. Enough root for 12 guests. 8 leaves of bread, roast boar. Lots of beer, definitiv. So, von irgendjemandem werden wir gesehen. Ich weiß ja nicht von wem, aber okay. Machen das Ganze natürlich trotzdem hier schön sneaky. Natürlich nur Cheap Wine, war ja klar. Ah, Potion of Healing. Perfect. Anscheinend werden wir noch von irgendjemandem verfolgt. Ich glaube, das ist immer noch die Kollegin, die jetzt gerade hier ihren Freunden davon erzählt. Was hier gerade passiert ist. Ja, dann gibt's einfach einen Arrow ins Genick. So viele schon mal sicher. Oh. Okay. Yes! Perfect. For effect, perfect. Yes! Yes! A Potion of Disbelief. Haben die anscheinend auch gerade geschluckt. Yes! Ach, easy! Easy money! No Potions of Disbelief. Alright then. Aber zumindest kriegt das Sacrifice anscheinend genau dieselben Betten wie die Kollegen von Mythic Dawn hier. Okay. Das heißt, wir haben hier definitiv nichts verpasst. Bei denen. Und sogar Gilles, der als hier als Opfer herhalten sollte und mehr oder weniger auch hergehalten hat, hat tatsächlich mehr Geld als bisher jedes einzelne Mythic Dawn Mitglied, das ich bisher hier erledigt habe. Das ist fast sogar schon ein bisschen traurig. Für die ganzen Kollegen hier. Es haben noch 3 hier. Einen haben wir hier hinten. 2. Redet ihr mit sich selbst? Ich glaube ja. Oder ist denn er? Gut zu wissen. Alle, die hören wir von ein bisschen weiter her, da hinten, die Kollegin. Aber die redet auch mit sich selber. Yes! That's the shit. Und schön mit einem Silberlöffel ausgestattet, ne? Ja. Wissen wir direkt, was bei ihr Phase ist. Dammit! Junge, komm her!
Was? Hallo? What the fuck? Na! Bist du wohl anhalten? Was ist hier los? Was ist mit dir los? Halt! Das darf ja nicht wahr sein, ey. Ist klar! Ist klar! Aha. Okay. Soviel zum Thema Sneaky. Der Kollege rennt einfach weg. Was ist... Oh, come on. Ich krieg den noch. Keine Sorge. Nocturnal guide me, bitch. Jetzt auf einmal, wenn der Giant hier wieder sein Equip hat, ne? Dann rennen sie alle weg. Zumindest der eine Kollege. Den werden wir aber auch noch finden. Das war so ein bisschen meine Strategie übrigens, gerade eben, als ich da mein Equip nicht hatte und versucht habe, hier aus der ganzen Höhle rauszukommen. So ungefähr war ich drauf. Bin einfach irgendwie an allem vorbeigepaced und habe versucht, so irgendwie zu überleben. Hat auch mehr oder weniger geklappt sogar. Also Healing Spells sind hier auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, die zu haben. Ich will nur finden, wo der Kollege hingerannt ist. Das ist der zweite schon hier. Also im Wegrennen sind die echt gut. Ich glaube, er war das. Was für eine Storeroom Guard. War das der? Zumindest habe ich einen Storeroom Key. Oh, nein, hier. Ah, nur die Rope, okay. Cool. Commentary ist Nummer 3. Gerne. Bringt ein bisschen was an Kohle. Okay. Aber ich kann sagen, wahrscheinlich... Sorry für Perlung, werden hier auch nur wirklich diese Commentaries sein. Luna Lorcan. Sieht nach einem Skillbook aus. Ja, Alteration. Dachte ich mir doch schon. Mmh. Sogar ein bisschen was an Loot hier. Bin positiv überrascht. Wobei ich jetzt hier für einen Key... Man braucht ja gar keinen Key hierfür. Das ist ja das Merkwürdige, dass wir jetzt einen Key für den Storeroom bekommen haben, obwohl es schon offen war. Aber okay. Wahrscheinlich war es wirklich der einfach weggerannt ist. Laut der Musik ist irgendwo noch jemand. Wisst aber jetzt auch nicht wo. Ich glaube, wir waren... Ah, hier unten waren wir noch nicht. Okay. Grasen wir hier natürlich alles mal ab. Immer noch ein bisschen Ausschau halten nach dem Kollegen, der hier weggepaced ist. Aber ich glaube, das war ja gerade der im Storeroom. Kann ich mir gut vorstellen. Der, ohne dass es ihm erlaubt wurde, in dem Fall seinen Posten auch verlassen hat. Also war er eigentlich so gesehen selber schuld. Er war nur das ausführende Mittel. Diese Battle-Musik macht mich gerade rammdösig. Ich sehe niemanden. Ich habe die Call of Nocturnal. Es ist keiner in der Nähe hier. Na gut, das Mysterium wird sich hier gleich aufklären. Da vorne bewegt sich was, aber... Call of Nocturnal sagt Nope. Oh. Am besten noch Narrow equippen. Wäre gar nicht mal verkehrt. Dwarven Arrow und Elven Arrow macht ungefähr gleich viel Damage. Die hier wiegen aber mehr. Ah, ja, wir nehmen Iron Arrow und dann direkt danach den Silver Arrow einmal, damit wir die auch loswerden. Yes! 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 Gut, dass die anderen nicht reagiert haben. Ja, das ist anscheinend Altersschwäche. Höchstwahrscheinlich. Okay, wir brauchen definitiv Night Eye.
Hat nichts mit neidisch oder so zu tun, aber fast. Okay, ich glaube hier ist sonst nichts. Das nehme ich gerne an mich. Die kriegen meine direkt hier nebeneinander. Nur der eine, den einen hat es ein bisschen in eine andere Richtung zerberstet. Also doch nicht so nah aneinander, wie ich das eventuell gedacht hatte. Ah. Oh, hi, hab ich gar nicht gesehen. So unscheinbar war der Herr. Easy. Oh, okay, der hat das Ganze anscheinend nicht mitbekommen, der Kollege da hinten. Das ist ein bisschen kontraproduktiv, Night Eye anscheinend. Zumindest für jemanden wie mich. Jawohl. Enchanted Bows brauchen wir, glaube ich, nicht. Da werden wir ganz gut. Oder kommen wir ganz gut ohne klar. Reicht das von der Höhe her? Ja. Ah ja. Fly! Yes. So, mal einen Ausschau halten nach jemandem, der eventuell einen Schlüssel haben könnte. Okay, da waren wir schon. Mehrere Zugänge hier zu Dagon Shrine. Sweet. Ah, hier haben wir den Storeroom. Alles klar. Oh ja, das ist definitiv ein Storeroom. Hallöchen. Mit absolutem Trash. Zumindest hier out in the open. Mal gucken, wie es in Chests aussieht. Hab ich mir an dem Fall Besseres erhofft. Okay. Nur Trash. Mein Gott, und dafür gibt es einen Key, vor allem. Was soll denn hier verstecken? Okay, vielleicht den Grand Soul Gem, aber das wäre auch das Einzige. Na gut. Okay. Kann man sich aber denken bei jemandem, oder bei so einer Art Kult, dass da nicht wirklich viel zusammenkommt. Death is flying, my friend. Interessant. Schauen wir uns das nochmal hier ohne den Ring an. Mhm. Sieht von vorne fast aus, als wäre das hier ein Handbra. Aber okay. Good, 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 good. Oh, oh, perfekt. Der Kollege hat sich schlafen gelegt. Sneaky, sneaky. That's how I'm creeping on ya. Keine Sorge, wirst nichts mitbekommen. Straight in the dome piece. Okay. Ein bisschen verdient hat er schon. Das war übrigens ein Skillbook. Ziemlich sicher. Irgendwas mit Armor, glaube ich, kriegen wir da wahrscheinlich höher. You want to add greater bound armor to your spell list? Ja, natürlich. Ah. Nice. Nice. Bound Greaves, Gauntlets, Boots und Cuirass. Alright then. Wir haben Commentaries auf jeden Fall. Geben gut was an Geld. Goody. Okay, Call of Nocturnal zeigt mir jetzt auch keine weiteren Gegner an. Das heißt, wir haben hier anscheinend wirklich gecleansed. So wie es ausschaut. Perfekt. Living Quarters. Waren sie zumindest mal eine Zeit lang. Mittlerweile sind es Dead Quarters, glaube ich, ja. Sind direkt Väter geworden, quasi. So, hier geht's weiter. Ah,
einen hier. Auch wieder ein Skillbook. Zumindest gibt es davon einiges hier. Finde ich schon mal sehr gut. Sneak Skill. Gut. Haben wir zwar schon von Haus aus, unter anderem mit unserem Equip, aber je mehr, desto besser natürlich. Okay, hier ist niemand. Laut meinen Spider-Senses. Ja, wird irgendwas Positives auf jeden Fall bewirkt haben, denke ich mal. Das nehmen wir mit. Gibt gut Kohle. Hiding with the Shadow. Klingt nach einem guten Buch, das ich definitiv auch vertonen werde. Okay, niemand hier. Oh, was? Okay, wir können nicht mehr zurück in die Anti-Chamber aus irgendeinem Grund. Wobei wir jetzt zurück wieder in den Schreinraum kommen. Aber gut. Cave ist frei für Cave Exploring. I have escaped with the Mysterium Sarxis, now to deliver it to Martin at Cloud Ruler Temple. Alles klärchen. Ich sage, machen wir direkt mal schnellen Abstecher zum Cloud Ruler Temple. Es gibt ja auch, wir sind ja auch mittlerweile Mitglied der Blades. Ich habe noch nie die Blades Quest auch gemacht. Wäre eigentlich interessant. Das ist ja die erste Quest-Reihe mit Kaios Kasadis in, ich sag mal die Kaul, die Quippen, die man in Morrowind bekommt. Thank Talos, you've returned safely. Do you have the amulet? No, Menka Cameron escaped with it. Please tell me you have some good news. Allerdings, maybe I have the Mysterium Claxus. Ah, good. You should take that to Martin right away. He'll be in the Great Hall reading. He's hardly taken time to sleep since you left. Ja, aber ich werde mich nicht wieder ausziehen. Vergiss es. Das haben wir einmal schon hinter uns gehabt beim Mythic Dawn. Und das war definitiv Mythic. Hail. Moin. So, setzen wir uns mal hin. So. Ah, you're back. I told Joffrey not to worry. Nice rhyme. I can see you've had bad news. You didn't recover the amulet, did you? No, but I have the Mysterium Claxus. By the Nine, such a thing is dangerous even to handle. Forgive me. You were right to bring it. But you'd better give it to me. I know some ways to protect myself from its evil power. Mm-hmm, sicher. Can the Claxus lead us to Cameron Diaz? I don't know. Maybe. I suspect that the secret of how to open a portal to Cameron's paradise lies within these pages. But I will need time. Tampering with dark secrets, even just reading them, can be very dangerous. I'll have to proceed carefully. In the meantime, you should speak to Joffrey. He was concerned about reports of spies in Bruma. Klingt interessant auf jeden Fall. Okay, mach das. I hope to have at least part of the Mysterium Xarxes translated in a few days. Speak to Joffrey about the spies in the meantime. Oh, eine sehr schöne Halle, finde ich hier. Gerade das, weil es draußen auch hier so Schneegebiet ist, erinnert mich sehr stark an Solstheim tatsächlich, an Thirsk in dem Fall. Ah, hier oben ist er. Joffrey! Alter, ein bisschen Nebel sehe ich gerade, aber sehr schöner Ausblick hier, dennoch. So, Joffrey. I hope Martin knows what he's doing with that evil book. I fear for what it could do to him if he's not careful. He's fine. Spice. Ah, yes, I hope you can help. The gate guards have reported seeing strangers on the road for the past several nights. I cannot leave Cloud Ruler undefended while my men search the whole mountainside, but these spies must be eliminated. Old spies. Thank you. Talk to Stefan. He can tell you where he has seen them. Captain Bird in Bruma may also be able to help. I've asked the Countess to have the guard keep an eye out for strangers. Track down the spies and kill them. Find out what they know and what they're planning, if possible. Alles klar. I'm counting on you to eliminate those spies. We can't afford to let the Mythic Dawn operate out of Bruma with impunity.